Dies ist ein seltsamer Moment für uns beide. Simon Kretschmer und Daniel Budimann begrüßen euch ganz herzlich zu einem Knaller durchgenommen, das emotional geladen, vorgeladen in diese Serie geht. Shadow of the fucking Colossus in der neuen, fetten Remastered-Version. Genau, wir haben wie oft darüber erzählt, wir haben wie oft bei Game One darüber erzählt, wir haben wie oft Ico gespielt, wir haben Ico nie beendet, fällt mir gerade ein. Wirklich nicht, nee. Wirklich nicht, nee, unangenehm. Wir haben es hier irgendwann mal angefangen, es finden sich auch noch die alten Videos, aber wir haben es komischerweise ärgerlicherseits nie zu Ende gespielt. Vielleicht liegt es daran, dass wir den Save verloren haben. Ich glaube, es war wirklich was in die Richtung. Wir hatten den Save verloren und haben dann gesagt, komm, wir lassen es. Ich habe es ja privat noch zu Ende gespielt, aber man muss es kurz einnehmen. Hast du den Save vielleicht geklaut? Möglich. Möglich, wirklich. Wir haben Shadow of the Colossus damals bei dir zu Hause gespielt in Düsseldorf. Wir glauben, es war 2005, als es in Amerika, also die amerikanische Version rausgekommen ist. In Deutschland ist das ursprüngliche Spiel 2006 im Februar erschienen. Wir sind uns nicht ganz sicher. Ja. Wir glauben auf jeden Fall, dass wir relativ früh, ist ja klar, als Opinion Leader dabei waren. Ja. Und das Tolle war, wir saßen zusammen alle auf einer Couch, ähnlich wie hier, nur eine größere oder zwei. Oder ich weiß nicht, wie wir da drauf gepasst haben. Wir waren nicht so breit. Manche von uns sind oben breiter geworden, manche sind unten breiter geworden. Man weiß nicht wer. Und wir hatten einen Beamer und der war neu. Alter, du hattest und einfach das mal war dann quasi Shadow of the Colossus auf einem kolossalen Fernseher. Und das war kolossal es geil. Hat uns weggeburnt. Ja. Also wirklich, das war nach der Arbeit irgendwann um zwei. Wir vier, Eddie und Nils waren auch noch mit dabei, haben dieses Spiel gemeinsam gestartet. Das war unser Knaller durchgenommen. Und das war einfach der absolute Magic Moment. So ein Magic Moment jagte den nächsten. Deswegen emotional vorgeladen. Wer Shadow of the Colossus noch nie gespielt hat, das können wir jetzt schon sagen. Es ist nach wie vor, mal gucken, vielleicht ändert sich das ja nach diesem Knaller durchgenommen, aber es ist nach wie vor eines der Spiele, die, das machst du sehr schön. Ja, weil die Regie hat leider draufgeschaltet, dabei wollte ich nur rumspielen, jetzt bin ich gezwungen, irgendwas zu machen, dabei sind wir hier im Startbild des Intros. Ich will jetzt hier nicht starten oder so, bevor du nicht das Go gegeben hast. Ja, ey, ey, komm, fuck, nicht so viel labern, lass uns einfach reingehen. Soll ich? Ist egal, ja, okay. Die Leute, die, ist egal. Machen. Okay, ja? Ja, ich mache ja. Nun, ich drücke nun. Einfach geil! Entschuldigung. Ey, die Kacke muss man auch machen. Das ist immer so hässlich früher, Mann. Jetzt sieht es einfach echt schön aus. So viel Details sind irgendwie so geil. Geile Lichtstimmung auch vor allem. Das ist irgendwie so echt. Das ist so schlecht. Ich
krieg gerade schon wieder Bock, nochmal The Last Guardian zu spielen. Aber es ist so dumm eigentlich, weil, weißt du, weil es sich an Last Guardian natürlich erinnert. Ja, aber weil es frischer ist irgendwie. Aber ich würde auch gerne nochmal Last Guardian spielen. Das kann man immer wieder spielen. Und immer noch raffe ich das Brückendesign nicht, weil das ist total dumm, das Brückendesign, glaube ich. Ich würde gerne einen Statiker dahin stellen und überprüfen. Aber diesen Gedanken hatte ich früher nur schon. Das sagst du jetzt, weil man könnte sicherlich einen Statiker mal daran schicken. Vielleicht, wahrscheinlich würde der darauf kommen, dass das gut funktioniert. Ich weiß es ja nicht, aber vielleicht haben die ja einen gefragt. Ich weiß ich nicht, ob die einen Statiker gefragt haben. Vielleicht nicht. Herzlich willkommen zu Statik. Zu Statik. Wir haben gerade eben darüber diskutiert, falls man uns nicht gehört hat, dass ich mich schon früher, vor 12 Jahren ungefähr... Guck mal, wer da ist. Das ist ja geil. Geiler Typ. Du hast kein Mikrofon und nichts, oder was? Dann guck doch einfach zu. Überhaupt nicht. Vielleicht gucken wir, ob ich dazwischen noch... Du bist ein schlauer Mensch. Du hast jetzt zwar kein Mikrofon, aber du erinnerst dich an die Brücke. Willst du dafür spielen? Das finde ich gut. Na gut. Das ist ja mein Film. Ich guck, das ist ja wie ein Film. Ach, du kannst nichts machen, der wird dir schon eins geholt. Du wirst jetzt mikrofoniert, ob du es willst oder nicht. Shadow, ja. Wie heißt das Pferd noch? Epona? Epona? Nein, Ajax? Nein. Epur? Pupur? Weiß es nicht. Ich habe mich früher schon gefragt bei der Intro-Sequenz, ob diese Brücke jemals statisch irgendwie TÜV genormt irgendwie abgenommen wurde, und ich bezweifle das. Du hast ja auch beim Lego-Ding verloren. Nee. Alter, doch fuck it. Ja, weil du ein Scheiß. Das ist eine andere Geschichte. Ey, guck mal, wie das aussieht, Alter! Es macht richtig Spaß zuzugucken. Die Bilder sehen einfach schön aus. Nicht umsonst ist hier ein Fotomodus drin. Ich glaube, da kann man viel Gutes mit rumspielen. Hast du den Last Guardian gespielt, Nils? Immer noch nicht. Spiel das mal, wirklich. Das ich sieht ähnlich aus. Ich habe mich so drauf gefreut. Ist genau deine Art Spiel. Mich so drauf gefreut, habe ich es nie gespielt, weil es irgendwie ist mir dann wie so ein Flutschfinger durch die Ronnen. Nur, du kannst es ja immer noch. Ja, mach ich auch. Ist ja nicht. Ist auf der Liste. Man braucht dafür aber so richtig, man muss in Stimmung sein dafür. Oh, apropos Stimmung, vielleicht sollen wir drüber reden oder nicht? Ich bin mir unschlüssig. Ich hab auch gerade darüber nachgedacht. Also das ist, das Spiel muss man eigentlich auch wirklich selber für sich auch spielen lassen. Ja. Ne? So, das ist, und jetzt sind wir hier im Livestream und ihr da draußen, ihr kriegt das mit. Und bei uns blubbert es gerade so raus. Ich glaube, ich kann nicht reden gerade. So. Ich finde, es ist halt diese Stille und Melancholie ist halt, was das Spiel auch trägt. Und deswegen bin ich hin und her gerissen zwischen Maul halten, Atmosphäre einsaugen und darüber reden wollen auch. Agro! Wir spielen es ja alle nicht zum ersten Mal. Ja, du hast recht. Agro. Agro Berlin. Da kommt das Pferd vielleicht her. Es ist aufgewachsen in den Straßen. Hat jemand von euch das Spiel einmal durchgespielt und dann mit den Untertiteln, die ja dann lesbar sind, gespielt? Ich nämlich auch nicht. Das ist wie so ein... mit das erste Erlebnis, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das ist ein modernes Märchen. So, weißt du, so... Ohne große Erzählung, ohne große Geschichte irgendwas, sondern so Märchen in moderner Videospielfassung, aber so emotionsreich irgendwie, ne? Ja, Menschen sind auch einfach, gerade gestern mit Freunden drüber geredet, einfach so, Menschen sind so geile Geschichtenerzähler. Schon immer gewesen, ob früher am Feuer oder jetzt heute auf alle Arten, das ist... Da können sich die Menschen gerne auch mal für feiern, was für großartige Geschichtenerzähler wir sind. Ja, sowas sollte man sich definieren, nicht über Krieg. Olazulam Kas Ilzazeriku Atzoko Amnos Kludu Laomism Wop Was Uedi Ulas also
view of this is view. Ikoral kizado yulola. Is this posayuku? How mizuki? You are a lucky car. Es spielt ja auch im selben Universum, das ist ja du, oder? Du bist doch mittlerweile total viele erkannt. Mit The Last Guardian habe ich mir super viel Theoriekram über die Welt und über das Design und sowas durchgelesen. Das ist super, super geil. Hat sehr viel Spaß darüber zu lesen. Ich finde, es ist auch die klassische Zelda und Story, Link und alles. Das ist irgendwie so universell, so ein richtiger Prototyp für eine gute Geschichte. Auch die Antagonisten, ist alles so vage definiert nur, aber jeder weiß, was gemeint ist. Mhm. Die Bildsprache spricht für sich, ja. Du brauchst es nicht erklären. Was bei Shadow aber besser funktioniert als bei moderneren Titeln, wie bei Hellblade zum Beispiel, ist, dass es auch spielerisch Sinn macht. Also, ne, kommen wir gleich zu. Das Master Schwert. Dormi, Ifo, Aru Yura. Oste o Hailo Avuki Waikua. Ujis Riazu Zudoko, Waj Nordekio Uti Yura. I will answer. Aru Yuri, Yuaizen, Dormi, Kyoto. Izukumku. It is all of you equal. It's not all amuse. A little click if the least to is. What's the most? It's you. No cool.
Das war jetzt aber schon tutorialartiger als im Original. Ja, und ne, deutlich das war anders. Schon länger Text, ne? Viel länger und man versteht ihn auch. Finde ich fast ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ein bisschen, aber die Mystik geht natürlich ein bisschen verloren. Aber man hat immer das Gefühl, man wusste nicht so hundertprozentig was. Also man hat zwar gedacht, okay, man macht das für das Mädchen, das hat man schon so rausziehen können, aber dass es so konkret angesprochen wurde und dass man hat jetzt auch eine klarere Färbung der Stimmen, also die wirken schon eher negativ, weil die das ja von, weil die einem, ne? Ja. Die könnten das auch machen, aber sie wollen, dass wir für sie was tun. Wenn sie gut wären, würden sie es machen ohne Preis sozusagen. Ja. Man das finde halt, ich, es ist gemein, weil das. Aber so warum haben sie das eigentlich gemacht? Man hat doch ganze Stunden füllen können mit Gesprächen darüber, wie geil es ist, dass eben nicht genau gesagt wird, was man machen muss. Das raff ich halt gerade auch nicht. Und jetzt wurde es so, übrigens hier und du drück noch X und zum zu springen und. Ja, das ist schon komisch. Wahrscheinlich wirklich für Leute, die es noch nie gespielt haben. Ja, okay. Aber finde ich fast schade. Da müsste es fast eine Version geben, finde ich. Eine abgespeckte Original. Aber es ist ja auch das zweite Remake schon, ne? Ja. Und wahrscheinlich haben die sich jetzt gedacht, jetzt holen wir wirklich die allerletzten nochmal ab, die auch ein bisschen. Entschuldigung, aber wie reite ich? Ich habe gerade alles gemacht und nicht geritten. Okay, R1 ist hochhalten. Oh Mann, Alter. Ich will nichts drücken. Ich drücke. Zum Glück haben sie ein Tutorial gezeigt. Ey, ich drücke alle Buttons. Ich drücke wirklich alle Buttons. Gott, wie schlecht kann man eigentlich sein? Das muss doch was ganz Einfaches sein. Drück doch mal einer von euch. Du machst das jetzt also bestimmt. Auf. Du hältst das ja gar kein Problem. Das sind die Zügel, ne? So. Ja, aber. So? Und wie gibst du. Ist doch kein Problem. Das Kreis, glaube ich. Kreis musst du drücken, dann stoßt du den anderen nicht. So. Nee? So. Oh Gott, das ist so unangenehm. Pass auf. Was ist das? Dreieck? Ja. Natürlich Dreieck. Okay, drei. Es geht los! Ja, ey, ich will gar nicht mit dem Downer anfangen, ey. Also, mein Gott. Also, ich fand tatsächlich die Stimme aber auch in der eigenen. Das ist toll. Auch die Kameraperspektive ist perfekt. Genau der richtige Abstand zu diesem Gras, sodass es den Geschwindigkeitseindruck vermittelt. Wirklich. Und der Fotomodus sieht hier auch geil aus. Mit dieser Unschärfe unten links. Ach, man hat der wird wirklich zur Grafikhure. Das ist ein guter Grafik. Ja. Weißt du noch, wo du lang musst, oder was? Und weich ist es auch. Oh shit, wir müssen in die Werbung. Machen wir ganz kurz. Du reitest weiter. Ja. Pass auf, was du hier machst. Ja. Wir treffen gleich unseren ersten Schatten eines Kolosses. Ist das korrekt? Ja. Das ist mir alles. Vorher wird geklettert, aber das müssen wir euch ja nicht sagen. Jetzt machen wir kurz Werbung, dann sehen wir uns gleich hier weiter direkt an den Hügeln, wo es gleich zu einer kolossalen Begegnung kommt. Bis gleich. Ist das noch so störrisch, oder was? Ist das jetzt so? Willkommen zurück, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Leute, zu Shadow of the Colossus, knallhart durchgenommen. Nils ist hier, Simon ist da. Ja. Und wir haben ein bisschen rumprobiert und stehen immer noch vor unserem ersten Koloss in diesem wunderbaren Spiel. Wir haben gerade noch mal ein bisschen rumprobiert, vielleicht können wir das jetzt auch noch mal gerade zeigen. Ja, gerne. Denn diese neue Fassung, die wir jetzt auch gerade spielen, bietet PS4 Pro und Support an. Man kann dort den Performance-Modus einstellen. Das gibt einem weiche 60 Frames per Second. Und man kann einen 4K-Modus einstellen, den Cinema-Modus, der dann aber nur mit 30 Frames per Second läuft. Und wenn wir das jetzt einmal kurz einstellen, dann erkennt ihr auf jeden Fall, sollte so sein, den Unterschied. Das war gerade der Kino. Genau. Boah, also wir sehen ihn hier auf jeden Fall bei euch im Stream. Ja. Kann es natürlich durch den Filter des Streams ein bisschen anders aussehen, aber ich glaube, auch ihr seht einen Unterschied. Ja. Es spielt sich deutlich besser in diesem Modus hier. Ja, butterweiche 60 Frames sind immer gut. Und das ist auch etwas, vor 11, 12 Jahren, als wir es gespielt haben, haben wir überhaupt nicht darüber geredet. Wir haben die PS2-Fassung gespielt. Auch zu dem damaligen Zeitpunkt gab es irgendwelche Render-Trailer von anderen großen Spielen. Aber wir haben uns nicht über Grafik beschwert. Da sind wir. Hier wieder so ein typisches Feature, wie bei Ico. Einfach festhalten ist hier sehr wichtig. Und bei Ico hält man ja das Mädel die ganze Zeit mit R1, glaube ich, fest. Und hier hält man sich sehr viel an Gegnern und Wänden fest. Was mache ich gerade schon wieder falsch? Springen und dann R2.
X und dann R2. Ah, okay, falsch. Falsche Ecke oder was? Kannst du nicht hier? Oben und X mal? X, ja. Zack. Ah. Ich will aber den nicht, ich will. Das ist richtig. Ich will R2 nicht mehr loslassen. Okay, so. Ich muss mich erstmal an die japanische Belegung gewöhnen. Ich finde, es ist immer ein Ticken anders. Nicht besser oder schlechter, einfach nur anders, als wir es machen würden. Alter, ey. Okay, ich bin drin. Als du noch nicht da warst, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wir in Düsseldorf saßen, vor Simons fucking Beamer. Und ich meine, das war auch der erste Abend, als du den Beamer hattest, oder? Kann das nicht sogar sein? Nicht der allererste Abend. Am ersten Abend habe ich Half-Life gespielt und habe dabei alles falsch eingestellt und hatte dann noch mega Kopfschmerzen. Ja, genau, die war richtig schlecht. Und am nächsten Tag oder die nächste Woche hatten wir dann Shadow of Colossus. Das war super. Hat genau perfekt gepasst. Und dann Smash Soccer. Eine Menge andere Sachen, die ich hier. Aber das war toll. Das war der Siegeszug des Beamers, hatte da begonnen erst. Mhm. Warte mal, wie kann ich hier gedrückt halten? Okay. So. Ja, zwei gedrückt halten, dann wahrscheinlich X und mit L machst du die Richtung, ne? Und loslassen zum Springen war richtig, ne? Und genau. Ein bisschen um die Ecke gedacht. Oh, geht los. Boah, das war so ein Magic Moment, ey. Ah! Und wenn man das zum ersten Mal nicht weiß, was da kommt. Ja. Mm. Der fucking Teddybär, Alter, ey. Ja, und das halt echt mit dem Beamer zusammen, ne? Also das war halt einfach nochmal nicht zu wissen, was passiert, dann kommt der Typ und dann auf den Beamer. Ey, das war sollte so jedem Beamer beiliegen. Ja. Ja, ist wirklich so. Ah, es ist fett! Da ist schon die erste Schmerz. Ja, Mann, ich komm gleich, ich komme, ich lass mir gar nicht lang Zeit hier. Brauch ich nicht. So, jetzt häng ich hier. Was? Wie kann ich hauen? Stechen? Ja, Moment, ich muss hier erstmal stehen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Steht nach rechts. Ja. Er wirklich, er ist die ganze Zeit natürlich am Laufen. So. Ja, das ist natürlich scheiße. Erhoben. Und volle Power in die Achilles-Wade. Die tun einem so leid irgendwie. Okay. Der macht nichts, ne? Der macht da seinen täglichen. Ja. Patrouillengang mit der Keule. Ups. Weiter hoch, schnell hoch. So. Die Haare sehen auch so geil aus, ey. Okay. Es kann einem ja wirklich nicht viel passieren, weil man du ja... Du kannst runterfallen. Ja, aber du lässt ja schon die ganze Zeit gedrückt. Es sei denn, ja, hier an so einer Ecke. Stamina, ne? Was muss ich eigentlich nochmal machen? Fahr auf die Terrasse rauf erstmal, dann kannst du dich ausruhen. Ich könnte ja auch über seinen anderen Arm zum Beispiel. Ja, das geht auch. Ah, jetzt du gleich. Auf die zweite Terrasse auch rauf. Ja, meine Ausdauer. Ja, eben, du musst da rauf. Ist ja gleich. Also, ja, jetzt kannst du dich ausruhen kurz. Kurz ausruhen. Ja, Moment. So, jetzt hast du wieder volles Stamina. Ja. Moment, ganz kurz. So. Genau. Da fliegen halt einfach Vögel rum. Boah, diese Haare. Sieht so geil aus. Boah. Das ist super. Es fühlt sich wirklich an, als würde ich in echtem Fell rumklettern. Und jetzt gibt's volle Breitseite. In das Gehirn. In den Kopf hinein. Ah, der arme Kerl. Ah, wie so eine Mücke, die aufgerüstet hat. Upgrade. Mücke 2.0. Oh. Schnell die. Oh nein, boah, nein, was? Genau. Ausruhen, rechts auf den Arm. Ich versuch's. Nein! Ah, es ist aber okay, ich hab ein bisschen was gemacht. Und Fuß von. Da ist die Energie weg. Okay. Hol erstmal Stamina, oder? Ja, jetzt gleich. Kurz warten. Kannst du mal auf den Fuß fahren, damit er nochmal zum Boden geht vielleicht, oder? Ich weiß es nicht. Na, ich wollte eigentlich hier wohl schön an den Eiern festhalten. Okay, er hängt wirklich fest, ich komme hier nicht mehr. Na gut, dann lass ich los. Ich weiß, es ist nicht der perfekte Lösungsweg, aber wir kommen dahin. Ich habe mir noch nie einen Speedrun angeguckt.
Das ist ja auch nicht der Speedrun. Nein, aber es gibt sicher, es gibt natürlich einen. Würde mich trotzdem interessieren. Und ich würde auch gerne mal einen Speedrun sehen und üben. So. Ich krieg die Reihenfolge nicht mehr hin, leider. Was meinst der du? Der Kolossi. Ich auch nicht. Nee. Ich habe auch die Hälfte, glaube ich, vergessen. Ich weiß, der Fliegende war noch sehr besonders. Und der am Ende war ein bisschen enttäuschend. Das war so ein feststehender Koloss. Ja, Dorminal, ne? Und die Schlange, die Wasserschlange natürlich auch. Gab es nicht auch eine Wüstentier? Dieses Wüstenschlange fand ich immer mega gruselig. Der Schaufelmann. Achtung. Ich glaube, das müsste der dritte sein, der Schaufelmann. Strömt der Schatten raus. Boah, das sieht doch einfach. Ey, wie lange das Ding da einfach existiert hat. Tausende, Äonen. Nur weil er einen Groll hat mit dem anderen, lief einfach mit dem Nachbar. Und du weißt halt überhaupt nicht, was da vorgefallen ist. Und was das bedeutet, war ich mir auch nicht ganz sicher. Das ist der Preis, den man zahlt. Der Weltraum. Unendlich weit. Denkst du? Taube. Lalo! Lalo! Wo ist er? Er kommt gleich. Fett. Ich hoffe, die würden einfach in der Stadt rumstehen, solche Altare. Daran kann ich mich auch nicht erinnern. Sparkassenautomaten. Ja. Oh, sorry, ich muss mich mal eben heilen. Ich bin wieder da. Ja, und auch eine Schlange. Natürlich eine lange Schlange davor. Ja. Und manchmal, oh, eine halbe Stunde soll ich anstehen? Nee, dann gehe ich doch vorher nochmal schnell einkaufen. Abends ist immer weniger los. Der Heilstein. Direkt um 6 Uhr kannst du doch nicht zum Heilstein gehen. Da stehst du eine Stunde rum. Ja.
Geil, Alter. Es kommt jetzt dieser Kleine unten an der Höhle, ne? Das war das, oder? Dieses Wildschwein. Ich glaube, der zweite, ja genau, du hast recht, den man mit Bogen ins Knie schießen muss oder so. Kann das sein? Ich glaube schon. Was sagst du? Ist diese Brücke statisch oder nicht? Ich glaube rein theoretisch, sie kann es sein. Sie sieht nicht dumm aus. Sie sieht nur ungewöhnlich aus. Wow, was ist ab, Alter? Apropos Statik. Was geht denn hier ab? Gutes Timing, diese Brücke ist definitiv nicht so gut. Können wir wieder auf Vollbild kurz schalten? Aber nur, dass man mal die sieht, was hier genau passiert ist. Ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt? Vorhin haben wir noch gelobt, weil es ganz toll ist, was hier gebaut wurde. Und jetzt fällt es auseinander. Ich habe es zerstört. Vorsicht, du fällst gleich da die Brücke runter. Alter. Alter, ey, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll hier. Das kann ich doch nicht so stehen lassen. Ja, gut, doch, okay. Okay, na gut. Okay, ich versuche rudimentär zu retten, was zu retten ist. Niklas, das ist so schön gebastelt. So. So, nichts passiert. Nichts passiert. Danke, oh, das sieht toll aus. Ja, ich bin die ganze Zeit geneigt, diesen Fotomodus auszuprobieren. Probier doch mal, mach doch mal. Ja, ganz kurz, oder? Guck mal hier. Gute Gelegenheit. Oder wo kann ich den denn? Und speicher mal. Ja, immer schön speichern, immer speichern. Speichern. Ja. Ey, das ist echt schön, wirklich, das mit euch hier nochmal 12 Jahre später genießen zu können. Auf jeden Fall. Riesen genießen. Radikale Kamera, Zielempfindlichkeit. Kann ich den aktivieren eigentlich, den Fotomodus? Wisst ihr das? Ich dachte auch, dass er übers Menü geht. Du könntest noch. Das ist eine Map. Nee, dann nicht. Nee, Share ist es auch nicht. Sicher, dass es nicht im Menü einfach Start und. Oh. Lustig, Shadow of the Colossus ist eigentlich wie Monster Hunter, nur ohne Sammelshit. Ja. Danke übrigens, Budi. Budi hat mir heute Monster Hunter geschenkt. Nee, hab ich nicht. Nö. Doch, hast du. Du hast mir heute einen Monster Hunter in die Hand gegeben und hast gesagt, kannst du behalten, das ist für mich schenken. Nee, ich hab's überbracht. Ich hab's geklaut. Auch okay, ich will gar nicht wissen, wo es her ist. Wenn es bei mir ankommt. Ein bisschen Bock hab ich da ja auch drauf, auf Monster Hunter, ey. Na komm, Argo. Der bockt ein bisschen, ne? Das ist voll toll. Der hat keinen Bock hier. Komm, lauf, Alter. Alles easy, da unten ist nichts. Nur Sand. Man kann verschiedene Filter über das Spiel legen. Auch das ist neu in dieser Version. Haben wir nicht sogar schon jetzt einen drüber liegen? Kräftig? Wir haben kräftig und lebendig gemacht, ja. Oh Mann, ey. Oh Mann. Bock machen, da so lang zu reiten, über diese offene Prärie. Ja. Bis dann der Kolossus kommt. Ja, ich mag es, wie smooth die Kamera auch von links nach rechts 60 wechselt. 60 fucking Frames, Weichen, ey, und Schärfe und unangenehm. Die hohe Framerate, Mann. Hier kann man sich echt mal als Grafikhure einfach nur die Grafik angucken und es einfach geil finden, dass es so flüssig ist und toll. Mhm. Klar, es geht immer noch, die Bodenflächen, ne, sind immer noch ein bisschen grau in grau, aber es sieht trotzdem toll aus. Die Komposition ist einfach das, was zählt am Ende. Yeah. Nee, da komme ich doch her. Ja, das ist korrekt. Ich dachte, du willst einfach die Grafik noch mal ein bisschen genießen. Du musst, weißt du ja, oder? Vor das Tor. Ja, wo ist denn das Tor? War das nicht eben da? Da unten irgendwo? Ah, da. Ho. Gucken. Also wenn der Koloss erledigt ist oder man drauf geht, okay? Das ist gar kein Tor, ist aber nur eine Höhle. Aber da geh mal hin. Ja. Ein Ice White Shot Stier. Okay, ich habe ihn kleiner in Erinnerung. Ich auch, aber naja, also im Vergleich mit dem letzten, er ist ein bisschen kompakter. Wie er ihn anguckt. Ja. Diese Augen fixieren. Der ist schon nicht mehr friedlich. Der denkt sich schon, du kriegst jetzt aufs Maul, Pferd. Der beobachtet sich. Sauer werden die doch, wenn die gelbe Augen kriegen, oder war das nicht so? So, mal gucken, wo die Schwachstelle ist. Ich hätte jetzt gedacht an den Fersen, ja, aber oh, unter den Füßen. Ja. Genau. Aber ich will erstmal ein bisschen cineastisch hoch fahren. Ja, mach ich. Was?
Genau dahin? Ich bin abgesprungen. Entschuldigung, ich wollte. Ja, muss ja früher später gehen. Nee, ich glaube, also, okay, man konnte doch von Argus schießen, oder nicht? Ja. Meine ich? Nee, kann man gar nicht. Aber warte mal, wie kann ich mich denn aufstellen nochmal? Ah, so. Das ist jetzt aber auch ganz alte Legolas-Schule, oder? Also genau so, na komm, wie man es aus Filmen kennt. Ist das wirklich? Musst du wirklich? Ja. Na komm. Oh. Ja, gibt's nicht irgendeinen anderen Trigger, damit irgendwas passiert und man an die Sohle schießen kann? Der davor noch ist? Ich weiß nicht. Ich glaube fast, ich muss es natürlich. Ich meine, ich kann auch absteigen, aber so ist es epischer. Ah, ja, jetzt sowas. Ja, shit. Ja, das war sehr episch. Vielleicht wenn kratzt du absteigst, dann hast du, bist du präziser, Buddy. Also. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, genug Epik. Jawoll. Ja, ich glaube, da kannst du dich festhalten, oder? In der Mitte? Da jetzt? Nee. Dann musst du wohl doch ans Bein. Da ist doch zum Beispiel noch so Lamellen auch. Ich nehme an das, was unten, genau. Das hier. Wo? Hier? Nein, das, was unten liegt. Das, was eingeknickt ist. Jetzt zu spät. Nee, aber sah auch nicht dann raus. Okay. Was? Wollen wir mal gucken. Ist ein Bein besonders. Also da an den Schwanz ran, da sind doch überall diese diese Schuppen. Schuppen da und da muss man irgendwie an den Schwanz ran. Ach, ich glaube, du kannst echt auf den Huf einfach hoch, der da runtergelegt ist. Hier rechts? Ja, egal. Probieren wir den. Nee, von der anderen Seite. Unterseite. Ja, hier oder schon sehr, ja, aber ist schon sehr hoch. Nee, kann ich nicht. Nee. Ups, Entschuldigung. Wollte ich nicht, Kollege. Ja. Oder ich muss tatsächlich vorne drauf ballern. Ist übers Knie da? 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 Ist das Fell? Da? Ja. Oder? Nee. Ah, da ist Fell, doch, da ist Fell. Halt dich fest. Da ist Fell. Okay, alles klar. Oh, das ist jetzt lustig, weil wir haben vorhin darüber diskutiert, in den Einstellungen bei den besagten Fotomodi kann man eben jetzt andere Farbschema einstellen. Wir haben kräftig gewählt und da wird gewarnt, dass das die Spielperformance beeinträchtigen kann. Und wir haben uns überlegt, was genau damit gemeint ist, ob die ruckeln meinen oder ob man, wie in diesem Fall, manche Sachen nicht sieht, wie diese Haare, oder? Mhm. Also ich glaube, dass es nämlich wirklich die Lösung ist. Wir haben die Haare gar nicht gesehen hier. Ja, aber man sieht es auch hier gerade relativ schwer, ne? Also aber du kommst da ran, oder? Nee. Doch, ey, drück mal R2. Scheiße. Fuck okay, it, Mann! Ist das vielleicht auch nicht. Sind das überhaupt Haare? Ich sehe es wirklich nicht. Vielleicht muss ich vorne einfach treffen, der fällt vorne runter. Na, komm. Er hat auf jeden Fall dicke Plateau-Schuhe an. Los. So ein bisschen die Mode verpasst. Oh, jetzt? Nein. Oh, ich kann mich bewegen. Oh. Ah. Alter, okay. Er ist ein bisschen sauer. Verständlich. Ja, kann man verstehen, glaube ich, ne? Komm. Ja, scheiße. Ich versuche jetzt vorne zu treffen. Ich kann mich aber erinnern aus all den, wir haben es ja schon öfters gespielt tatsächlich, aber es geht eigentlich sehr schnell. Du schießt da drauf und du bist relativ schnell oben, wenn du die Stelle kennst. Also es ist nichts Kompliziertes eigentlich. Da ist das. Ja, guck mal, da kommst du hoch. Ja, da ist es doch, genau. Knie, die alten Kniehaare waren es. Wie lustig, ne, das Booty aufs Knie. Naja, schon too late, ne? Schon lange, zu lange her. Das Knie zu spät. Das geht wirklich immer. Da rechts kommst du hoch. Rechts. Rechts, Bulli. Ja, das ist scheiße, schaffe ich nicht mehr. Und dann auf die Terrasse. Oh, doch, du schaffst es. Schnell springen und dann einfach kurz loslassen. Ah, nein! Oh, fuck! Nicht in Richtung der Hufen flüchten. Ja, perfekt. Ja, genau! Komm, krapsch das Knie. Budi krapscht Knie. Super. Come on. Dieses Springen ist manchmal echt ein bisschen komisch.
Also nicht immer. Aber das sieht so geil aus, diese Haare. Diese Wildschweinhaare. So dicht. Man sieht wirklich nicht auf dazwischen auf die Haut. Darauf. Oh, ja, ich fuck. Ich warte. Eine Schüttelung kannst du abwarten und dann nach links. Ja. Und jetzt erstmal warten. Nee, erstmal warten. Dulli. Wow! Schnell hoch. Schnell hoch. Oh! Das ist die falsche Richtung. Jetzt bleib doch mal stehen. Ja, ja, lass es einmal ganz aufladen. Ja. Wie duke ich mir denn nochmal? Nicht vergessen. Na egal. Und jetzt reinstellen. Schön ins Arschende rein. Ja, komm. Das Steißbein. Nice. Stichbein. Aua. Steißstich. Wie unangenehm so Menschen sind, ne? Wenn du irgendwie. Was machst du nur gegen die? Diese Menschen? Ja, wenn die ja kommen mit ihrem Schwert und dem. Internet erfinden. Dann löschen sie sich selber aus. Ah, aber was. Ja? Da vorne ist noch eine. Ja, aber was? War der eine schon durch? Ja, okay. Der war durch. Oh, nicht den Kopf schütteln. Entschuldigung. Dieser Faktor mit dem Aufladen ist auch toll, dass man so ganz langsam noch ein bisschen Aufladepower mit dem Schwert holt. Verständlicherweise so. Oh, komm. Oh. Aber eigentlich ist es doch eher sowas wie in Erde reinstechen. Ich meine, das sind ja auch keine richtigen Tiere. Also das ist ja Stein. Das sind doch keine Haare, das ist Gras. Weiß nicht. Wenn du eine Statue kaputt machst, um mal das andere Bild zu nehmen. Du ja, ist der Statue ja auch nicht weh. Es ist ja auch kein Blut, es ist Schatten, der da raus spritzt. Das Böse eigentlich. Ja. Oder ist es das Böse oder was ist es? Die Nacht, das Dunkel, der Tod? Zum Böse wurde nicht gesprochen. Stimmt. Schatten. Dunkle Materie. Schatten. Aber die Geräusche, auch dieses dumpfe Grollen, was die so von sich geben. Und dieser geile Score. Komm schon. Dieser geile kolossale Score wirklich vom Orchester. Das könnte auch in einem geilen Stephen King, weiß ich nicht, Film sein. Ja, Spielberg. Gut fest. Der letzte Stich, komm, mach ihn ganz schnell. Einmal noch. Denn Ausdauer. Ja. Oh. Instant. Dann kann er rennen und vor dem schwarzen Sud flüchten. Nein, ich flüchte! Hat nicht lang. Ach ja. Ich find's auch schön, es hat was Poetisches, dass man dann auch immer wieder zurückgesetzt wird. Ja? Dass man nicht irgendwie dann sich aufrappelt und einfach von da aus weiterspielt, sondern dass du immer wieder bei der Frau startest und immer wieder erinnert wirst, warum du das eigentlich machst. Schon schön. Sonst würde man wahrscheinlich da nie wieder hin, weil du würdest ja die ganze Zeit von drumherum laufen. Ja. Ey, sind Kolosse eigentlich Denkmäler? Theoretisch? Ja, sie sind zumindest stehen ja in Verbindung. Man kann Denkmäler beschützen. Ja, mal gucken, was die Republikaner dazu sagen würden. Zu diesem Spiel. Ja, würde ich direkt boykottieren. Nee, wohl nicht. Oh Mann, ey. Aber jetzt kommt Schaufelmann, ne? Ich meine, Schaufelmann war 3. Der Hausmeister. Ja, der, ich glaube wirklich, Schaufelmann war 3. Und der Schaufelmann hat für mich eine ganz persönliche. Der mit dem Langarm, ne? Das war die Schaufel. Oh, das war der Beste. Aber ich glaube, der nächste ist der Commercial Koloss. Du warst krass. Ja, der Commercial Koloss, ja, stimmt. Commercial Koloss ist der nächste. Erwarten wir das gerade noch ab. Ja, der kommt gleich. Ich sehe schon den Schatten. So ein kollektives Ausatmen, ne, nachdem man wieder mal eingelegt hat. Jetzt kommt kurz Werbung. Danach sind wir wieder hier und dann gibt's welchen? Schaufelmann. Ich glaube Schaufelmann. Schaufelmann? Ich meine, das war der dritte. Ja, der wird toll. Muss ich mich leider verabschieden. Oh, nein, komm. Los, aber es war so schön, ich wäre gerne länger geblieben. Ich sag schon mal tschüss, viel Spaß. Ja, ey, danke, dass du, wirklich danke, dass du mal gekommen bist. Sehr spontan, war so gar nicht geplant. Gerne wieder. Ja, ich liebe es. Das ist schön, ne? In dem Tempo wirst du eh heute durch. Also. Es geht schnell. Willst du denn jetzt raus oder ja, Werbung wir los? Und dann okay. Ich gehe in der Werbung. Tschüss, Nils. Bis gleich.
Hallo. Hallo, zurück bei Shadow of Colossus und ich suche den Fotomodus. Ich wollte gerade, ich habe extra mich hingestellt mit dem Pferd, ne? Bin ich geritten, können wir kurz mal hier zeigen. Hier habe ich mich extra hier so an die Kante gestellt und wollte ein cooles Foto machen. Drück mal den Stick rein, obwohl, nee, das wäre zu offensichtlich. Da fliege die Vögel. Ist das nicht einfach? Ich meine, mehr muss man eigentlich Menschen, denen man das Spiel hier näher bringen will, nicht zeigen, als mal diesen Ausblick vom Hub der Spielwelt sozusagen, von der Mitte. Ist einfach die Weite, ne, die ist es, die es am Ende verkauft. Ja. Die Weite und wie stilvoll alles ausgeleuchtet ist, wie toll es aussieht, die Texturen, ach, wie es einfach aussieht. Das ist echt schön. Mm. Und es war schon damals noch hübsch, also es ist ja jetzt nicht neu im Moment. Schon auch sehr blass, aber, okay, ne? Also jetzt das ist auch. Aber wie kann man das eigentlich nochmal umstellen? Das wollten wir ja gerade ausprobieren. Einstellungen und dann Anzeige. Anzeige. Und dann. Nö, Filter. Genau. Ist noch rechts. Blass. Ist natürlich jetzt, okay, man kann es, man kein Moment der Shot, ja. Aber vielleicht ist er ganz gut, weil man ja zumindest dann jetzt diese eine Textur mal näher sieht. Alter, Nacht? Komm, wir machen mal kurz. Mach mal kurz Nacht, ich will mal sehen, wie das alles ist. Oh. Ein schwarzen Bildschirm. Ja, aber echt. Oh, Moment. Yeah, yeah. Ihr seht daheim besser als wir, muss man dazu hinzufügen. So. Ich weiß noch, wie wir über Argo abgegangen sind, so von wegen, oh, ja, das so echt Pferd an und es bockt auch mal wir und so. Und auch die Top 5 Pferde. In ja, genau. Bei Game. Und, aber oh, das glaub, hier. Mann, aber guck das so an. Da war, glaube ich. Da geht mir einer ab. Da bin ich ehrlich, da geht mir einer da ab. Da geht mir einer ab. Da macht Platz. Ach, die Top 5 in der Pferde, die haben wir noch gar nicht gemacht. Da gab es Witcher noch gar nicht, ne? Da hatten wir hier von der Witcher Red Dead hatten wir also, die Pferde es gab auf 1, Witcher 1 und 2, aber wir hatten damals keinen Blick für Witcher und haben es vergessen. So, kurz, du kannst weiter erzählen, ich suche nur nach dem Weg. Ja, die Nacht ist vielleicht echt sehr dunkel, ne? So jetzt zum. Ja, aber lass trotzdem mal kurz. Ja. Der Weg ist ja mittlerweile, wir kennen ihn ja, der ist ja bekannt. Vielleicht kannst du über die Map übrigens den Fotomodus aufmachen. Also das ist gedacht, das hier. Map und dann vielleicht rechts unten irgendwo Gegenstände. Mach mal Gegenstände. Ah, okay. Das sind halt wahrscheinlich irgendwelche extra Perks, die jetzt neu hinzugefügt wurden. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir hatten vorhin den Fotomodus im Intro. Kann man ihn im Spiel vielleicht gar nicht aktivieren? Vielleicht haben wir auch, sind wir einfach nur davon ausgegangen, dass er geht. Nee, ich glaube, die muss es geben. Einfach noch zu weil wir haben jetzt, okay, einmal, ich gehe kurz ein letztes Mal in die Einstellung. Normalerweise würde ich jetzt hier irgendwas erwarten, dass hier steht, R3 drücken oder so für Fotomodus. Stattdessen, Statistik kann es ja nicht sein. Dann haben wir ja nur noch das hier. Das hier, aktivieren. Okay. Ah, siehst du? Jetzt haben wir ihn aktiviert. Da ist er doch, siehst du? Okay. Rein, rauszoomen, Fokusveränderung. Und du hast ja gerade eine Kamera dir gekauft, oder? Ja, ey. Du kannst dich auch ein bisschen damit aus, tatsächlich, mit dem, was man hier machen kann. Nee, das ist ja wirklich nur eine reine Spielerei hier drin. Aber ich find's geil, ich find's wirklich schön, dass immer mehr Spieler auf den Fotomodus setzen. Wie könnte ich denn jetzt hier. Warte mal, das GUI weg. R1. Wie kann ich die Tiefenschärfe jetzt verlagern? R1 muss durchgehen, oder L1. Ach so, hier dann. Genau, Vignette weiter, brauchen wir eine Schärfentiefe. Und dann kannst du hier. Dann kann ich hier. Genau, dann kannst du irgendwie. Ah. Du musst den Fernbereich wahrscheinlich ganz unten irgendwie. Ja, okay. Ja. Ferndistanz? Nee, das ist, glaube ich, die falsche Richtung, ne? Fernbereich oder nah des. Aber es ist interessant, damit rumzuspielen. Also ich bin jetzt auch nicht, bin halt eben kein Fotograf, ich kenne die Begrifflichkeiten gar nicht. Mach mal einen Nahbereich. Also ich würde gerne, weißt du, was ich meine, so ein bisschen einfach, wie wenn man vorne an der Kamera verstellt, so ein bisschen den Tiefenschärfebereich rumspielen, weil man den hier ja eigentlich sehen müsste. Geh mal auf Modus ganz oben, vielleicht macht er das auch automatisch. Geh mal auf, und dann benutze den jetzt einfach Spieleinstellung. Ah nee, es gibt nur die beiden. Dann mach mal Nahdistanz hoch. Ah, okay, das ist ein bisschen was anderes als das, was ich dachte, aber. Dann Nahbereich. Man sieht auf jeden Fall den. Okay. Nahbereich. Ich glaube, das ist es. Das geht ein bisschen. es ist auf jeden Fall sehr. Ups, habe ich es jetzt eingestellt? Nee, das ist ja nur dafür das Foto gewesen. Fotos, ne? Genau. Interessant damit rumzuspielen. Ich selbst, mir fehlt da im Moment die Muße. Aber ich werde im Laufe des KDs hier nochmal drauf achten. Ja, ey, wirklich, Hellblade hat das auch echt fantastisch gemacht. Und ich habe Uncharted habe ich eine Weile mit rumgespielt. Genau, also ich finde das schon auch geil, weil ich weiß nicht, das gibt so ein, es ist einfach eine schöne Spielerei, ein Gimmick, was man hat. Aber ich feiere sowas sehr gerne. Ah, Alter, musst du da rüber, oder was? Seid ihr wir da müssen nicht zu dem Plateau. Nee, wir sind runtergegangen. Stimmt, wir müssen zu diesem Plateau, müssen wir. Ja.
Also ich glaube, die ersten 3-4 Kolosse findet man sehr leicht. Den Wasserkoloss danach findet man auch leicht. Ich glaube, dass man hier relativ schnell durchkommt. Wir haben 2 Fliegende gab es auf jeden Fall. Wir haben diesen kleinen Stier oder diesen Löwen oder was das sein soll. Ich weiß noch, gegen Ende kommen ein paar, die alle so ein bisschen belanglos waren, weil sie nicht so richtig groß waren und so, die einfach auf, wo man spielerisch mehr Herausforderungen hat. Ja. Aber wo es nicht so imposant ist, sag ich mal, wie die ersten 4 oder 5. Ja, wo man noch den Begriff Koloss so richtig... Genau, so, danach wird es so ein bisschen irgendwie... Und wie gesagt, der letzte ist eben statischer, wo ich irgendwie finde, das ist, war ein bisschen underwhelming. Aber gut. Ah, das ist toll, oder? Nehmen wir nochmal einen anderen Modus. Ja. Wir wollten das hier nicht so lange machen. Okay. Keiner. Klar. Bisher... Finde ich klar gut. Warm, kühl, Wald, komplementär ist interessant. Mono ist langweilig. Smaragd. Oh, den mag ich irgendwie. Ja, dann machen wir mal kurz Smaragd. Oh, nehm meine Augen. Oh. Das ist aber auch wieder zu lame. Okay, irgendwas in dem Diese Bild. Filmkörnigkeit, die ist irgendwie auch so, die ist so ein bisschen, das ist so ein Adobe Preset-Ding. Also das ist sehr ekelhaft. Das ist scheiße, ja. Das ist so richtig alt. Ja, nee, das 20er ist 20er so Jahre. Nee, bitte nicht. Das muss nicht sein. Ja. Okay, also spielen wir auf Smaragd. Ja. Auch die Vignette, siehst du sie hier unten? Ja. Das ist schön. Okay, wo geht's lang? Take it to the Koloss. Da. Ich weiß noch, wie wir bescheuert irgendwie irgendwann waren, diese, ist uns so, also ist die Eidechsen aufgefallen. Und dann haben wir gerätselt, was machen diese Eidechsen? Gibt's da irgendein Easter Egg oder sowas? Das haben wir auch irgendwann abends gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir eigentlich gebraucht, um das Spiel durchzuspielen? Hatten wir zu das? Lange. Nee, aber nicht so lange. Ich glaub, Tage. Wir haben es in einer Woche gesuchtet, genau. Das weiß ich noch. Aber wie lange, ob es jetzt 4 oder 7 waren? Ich kann mich erinnern, dass niemand wollte, dass wir weiterspielen. Also genau. Ich durfte nicht alleine weiterspielen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich dran gehalten habe, aber es ging eben darum, kein Koloss durfte verpasst werden. Ja, genau. Weil das ist wirklich, jeder Koloss war ein Event. Du wolltest keinen einzigen verpassen, wolltest vor allem nicht den Lösungsweg, sich das Erarbeiten des Lösungsweges, wollte man nicht verpassen. Es ist der Inbegriff, finde ich, von einem Videospiel. Im Ernst. Das ist, ich glaube, es gibt sicher ganz viele Kolumnen über dieses Spiel. Aber es ist, finde ich, der Prototyp eines Videospiels genau so. Ein Level, ein Boss, der nächste und so weiter. Das, was man ja auch... Ja, der Boss ist das Level halt, ne? Ah, du kannst healthy aufpassen. Es dreht vor allen Dingen genau die Begrifflichkeiten ja völlig... Es hat zum ersten Mal, sag ich mal, die Begrifflichkeiten rumgedreht. Aber das ist doch neu hier mit diesem... Nee, die Heilsteine, meinst du? Ich kann mich überhaupt nicht an Heilsteine erinnern. Ups, wie kann ich die benutzen? R2. Warum ist hier immer alles mit R2? Beten, beten. Was macht der Bußfertige? Aber das ist echt vielleicht, keine Ahnung, ey, das ist echt lange, lange, lange her, ne? So, das ist halt einfach mal 12 Jahre her, knapp. Ja. Okay, heißt das dahinter wahrscheinlich, also nicht dahinter, sondern hier um das ganze Gebiet rum, ne? Also, wir müssen irgendwie nach oben kommen, glaube ich. Links oder rechts rum ist eigentlich die Frage, um das Gebirge. Ich glaube, hier links ging es rein, oder? Meine ich? Ich will gucken. Hier geht's rein, ja, stimmt. Meine ich, aber. Das könnte auch sein, nicht. Vielleicht. Da ist hier eine. Nein. Ja, gut, ich reite weiter. Na gut. Hier, wo es hell wird. Ich glaube, mich zu erinnern. Ach, verdammt, jetzt komm. Weißt du, bist da. Ich glaube, da sind wir gerade runter. Ah, da siehst du eine Eidechse. Ja, da sind wir gerade runtergegangen, oder nicht? Ich glaube, wir sind richtig. Ja? Make it the sword. So oder so kommen wir schon irgendwo lang. Na gut. Ja, wieder noch eine Eidechse. Jetzt würde ich Eidechsen County. Wer ist hier nicht? Ja, aber es gibt ja wirklich nur das als Tier, ne? Ah, doch, mehr ist ja nicht richtig, der Wald. Das ist richtig. Der Schaufelmann. So lustig, dass... Das könnte ein Studio Ghibli-Film sein. Ja, schon. Ja. Mich erinnert es immer an, also am meisten erinnert es mich an Unendliche Geschichte. Absolut, diese gigantischen Bauten und dieses Übertriebene, dieses auch sich nicht, dass man sich auch nicht zu schade ist oder sich nicht scheut, komplett auf Fantasy so ein bisschen zu setzen manchmal. Ja. Und, es wirkt wirklich wie eine Geschichte, die uralt ist, die einfach nur neu erzählt wird für mich. Unendliche Geschichte ist, ja doch, trifft es ganz gut. Die Lehre irgendwie noch als Thema, ne? Und keine Ahnung. Nein, ich meine jetzt auch das Visuelle und genau das Nichts, diese schwarzen, also es gibt Parallelen. Klar, das ist jetzt nicht identisch so.
Aber es erinnert mich immer daran. Auch das Pferd, natürlich die Verbindung zwischen dem. Ohne das Pferd würde er ja auch manche Kolosse gar nicht leben können. Genau, insofern ist es essentiell für die Geschichte. Und okay. Und es gibt ja auch Giganten. Es gibt diesen Steingiganten. Dann gibt es den Fuchur natürlich, den fliegenden Lindwurm. Stimmt, es gibt schon ganz schön viele Vergleichsmöglichkeiten. Ne, weil es heißt, glaube ich, alles. Die kleine Prinzessin, am Ende hat alles dieselbe Quelle. Er nennt sie am Ende Mondenkind, oder was meinst du? Mondkind? Mondkind, ja. Mondenkind? Ich weiß es nicht mehr. Darum geht es doch am Ende, ne, dass er ihren Namen geben muss. Ja, genau. Ich glaube Mondenkind oder so. Okay, was machen wir jetzt? Und die schwingen sie hinüber. Die schlimme Szene, wo das Pferd im Matsch versinkt, natürlich. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, hier gibt es ja auch eine ähnliche Szene. Ich will jetzt nicht spoilern, ich weiß es aber auch nicht zu 100%. Aber ich glaube, das Pferd stirbt am Ende. Und der Hund auch. Der Hund, nein, nicht den Hund. Doch, der Hund auch. Schaufelmann! Schaufelmann! Oh yeah. Schau dir mal diese riesen Schaufel an. Da ist er. Das ist, der hier ist mir wirklich am meisten im Gedächtnis. Ich wollte nur Sonnenbaden. Ja. Und schon muss ich jemanden plätten. Na gut, dann mach ich's. Er ist eigentlich wieder nur im Winter aktiv, weil er einen Vertrag hat. Er muss schaufeln. Exakt, ja. Den Gehweg frei halten, ist klar. Und salzen muss er auch. Alter! Okay, ich fixiere jetzt mal den Blick auf den Koloss. Das ist krass, oder? Und der ist richtig sauer. Der hat gehört von den Kumpels. So, wo ist der Rand? Hier, ich bin schon am Rand. Ja. Er müsste ausholen vor sich, Alter. Ich muss ihn ja erstmal wütend machen oder er muss irgendwie hauen. Ich muss ihn reizen. Deine reine Anwesenheit. Das könnte auch Lady Gaga sein bei den Schuhen. Ja. Pam, Alter. Okay, schlagen soll er. Ich muss die richtige Länge wahrscheinlich finden. Ey, so ein Schlags, ey. So ein Riesenschlags an Koloss. Oh, jetzt ist er da. Renny! Jetzt geht ihm was ab. Ja, da bricht ihm nämlich jetzt was ab. Und jetzt können wir ran. An den Armen. Und das lag jetzt daran, dass hier eine harte Stelle ist, wo er, wenn er draufhaut, sich ordentlich was kaputt macht. Alter. Jetzt kannst du hoch, ne? Ja, im Moment ist er erstmal im Arsch. Oben ist, der muss jetzt erstmal einen rauchen. Der Kolos Bade. Komm jetzt. Her mit dem Ding. Nice. Nein, halt dich doch fest. Na naja, gut, das war ein bisschen wie eine Katze. Okay. Ey, was? Das sieht ein strange aus. Aber könnte ich da jetzt auch dran springen? Nee. Ich glaube nicht, nee. Das sah fast ein bisschen verbuggt aus, würde ich sagen. Nee, ich glaube, ich habe einfach falsch gestanden irgendwie. Diese Langatmigkeit oder das Ausholen. Deswegen für Masse und Schwere. Deswegen ist der auch so geil, finde ich. Ja, es ist auch mein Lieblingsgegner. Wenn du mich so fragst, der sieht einfach am besten aus. So, jetzt muss ich hier kurz mal überlegen, wie komme ich hoch. Wie er mich auch anschaut. Was habe ich denn da an der Schaufel kleben? Immer halt so einen Scheiß an der Schaufel haben hier. So, jetzt. Nice. Und jetzt nur noch hochklettern. Hat er nicht am Rücken oder sowas? Hat er nicht am Steiß? Nee, hat er nicht, ja. Ich müsste ich eigentlich glaub, hinten, jetzt hier hinten kurz da, hinten an seinem. Ach komm, ich warte kurz. Das ist sinnvoller. Obwohl, die wird ja eigentlich angezeigt, wo die Schwachstelle ist. Ja, du kannst ja mal die Augen aufhalten. Ja. Ja.
Oben am Kopf vielleicht. Haben Sie hier vielleicht eine Stelle, von der ich ihn... Alter, direkt auf der Pläte. Direkt auf der Pläte. Der hat so einen leichten... der hätte mal Finasterid genommen, mein Freund. da sieht man, da ist der Leuchtkranz. Da zeigt sich auf jeden Fall schon der künftige Haarausfall. Wollen Sie da nicht was zu machen? Wow. Das tut einem selbst weh. Ja, voll. Muss man sagen. Nee, ich mach keinen mehr. Jetzt kommt nämlich der lange Schüttler. Ah. Kaum noch Ausdauer. Okay, nein! Wow! Klappt. Erstmal ein bisschen durchatmen, kurz. So, und jetzt wieder hin. Sehr gut. Ey, der will sich einfach nicht festhalten. Ah, shit, ich bin abgerutscht eben gerade mit dem Finger. Ja, ich hab's gehört, ey. Schwab. Wow! Ja, ja, gleich fertig. Was ist das denn? Jetzt. Ein Stich kriegt man auf jeden Fall rein. Ah, okay, man muss wirklich... Man darf nicht voll durchziehen. Aua, er spatzt. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen durchatmen. Man darf einfach nicht zu gierig werden. Ah! Oh, man darf nicht... Springen darf man nicht einfach. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, das ist knapp, ey. Das darf man wirklich nicht machen. Das ist der Klassische, wenn man aus der Achterbahn springen würde oder so. Ja, das, man darf nicht unterschätzt gerne. Ja, das war dumm. Aber wir kriegen es hin. Ja, oder willst du mal? Nee, also, du mach kannst, weiter. Oder bin mach ich überhaupt dran? Ja, bist du. Bist du nicht eigentlich dran? Nö, ich habe doch gerade den Stier gelegt. Wir machen einfach abwechselnd. Ich finde das in Ordnung so. Ey, der stiert mich auch an. Komm jetzt, hau. Ich glaube, das ist so, der ist auch, du bist auf den, ja, Zwollen brauchen wir, ist egal. Bis auf den letzten ist der auch tatsächlich der größte. Und ja, ist der größte. Ich glaube, Dormin am Schluss ist insgesamt, also mindestens genauso, wenn nicht sogar größer. Aber da geht so eine andere Bedrohung von aus. Und ich meine, klar, bei God of War. Ey, halt dich doch fest, ich drück die ganze Zeit. Ich drück wirklich die ganze Zeit, okay, jetzt. Erzähl bitte weiter. Nein, ich. Das Spiel buggt an der Stelle, wo es ums Grapschen geht, ist es nicht immer zu 100% so perfekt. Aber das ist völlig in Ordnung. Inzwischen, klar, gibt es so viele, geile, neue, moderne Spiele, die so einen Größen- und Höhenaspekt irgendwie richtig gut hinbekommen. Ja, das war damals, glaube ich, einer der ersten, wenn nicht sogar der erste. Der das auch so gut, ja. Das sah ja nicht so aus, aber trotzdem, der das echt so spielerisch umgesetzt hat, wo es Teil des Konzeptes war, dass du halt in die Höhe kämpfen muss, ne? Und ja. Aber ohne, dass die Kamera mitläuft und all so ein Kram. Und hier funktionieren, hier gehen so viele Rädchen so schön ineinander, muss man echt sagen. Also, dass das alles so funktioniert, dass hier der Bossgegner zum Level wird, dass das Klettern funktioniert, dass man auch drumherum noch dieses tolle Land hat. Also, das ist ganz selten, dass sowas so gut klappt. Ich will Nier Automata auch eigentlich immer noch weiterspielen. Ja. Ich hab noch gar nichts davon gesehen. Spoiler mich bitte nicht, aber nee, ich würde es eigentlich auch gerne irgendwann mal spielen. Ich hatte überlegt, das als Last Call oder so irgendwann mal zu spielen. Ja. Da kannst du auch sehr, sehr viel Zeit drin verbringen. So. Deswegen, lass es 5 Stunden oder so sein. Und damit spoil ich auch nichts, aber da gibt es auch epische Kämpfe halt. Der zieht, siehst du, wie wenig Energie der wirklich? Also, irgendwas mache ich vielleicht falsch? Kann das sein? Normalerweise müsste der doch mehr Energie abziehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass der lange Schlag ist vorbei. Weniger als man es gewohnt ist, ja. Jetzt musst du hinten an den Rücken, glaube ich, ne? Das war hinten am Steißbein sozusagen. Achtung, kurz Energie, laden. Oh. Am Rücken, ne? Jetzt geht's nach vorne. Ja, Entschuldigung. Oder war es Bauchnabel? Ich weiß es nicht. Also hier rechts runter, meinst du? Oder? Meine da hinten beim Steiß, da wo diese... Ja, können wir ja machen. Meine ich. Oder es war tatsächlich Bauchnabel. Ich lass mich kurz nochmal... Man muss immer die Stelle finden, wo am wenigsten Bewegung ist. Also immer hier auf den Schulter, zwischen den Schulterblättern und dem Kopf kann man oft, wenn der Gegner entsprechend gebaut ist, kann man eben rasten. Und das finde ich auch toll. Ja, dass man die Anatomie des Feindes dazu benutzt, um Ruheplätze zu finden. Das ist alles so genial. Okay, und jetzt hier vorne rechts rum, meinst du? An der Brust. Ja, ich versuche gerade herauszufinden, ob, ich glaube, wenn ob dann hinten oder? Am Steißbein, hinten oder am Bauchnabel. Bist du sicher, dass ich nicht hier vorne einfach lang klettern kann? Ja, kletter mal vorne rum. Nee, du hast recht, da ist nichts. Ne?
Da leuchtet auch nichts. Auf der Brust nicht, aber Bauchnabel vielleicht, oder? Ich versuch mal hier hinten jetzt runterzugehen, sonst kannst du da rumklettern. Das machen wir gleich. Also einmal nochmal verschnaufen. Er hat kein Arschgeweih, sondern einen Arschbalkon. Wirklich? Willst du echt einen Arschbalkon? Du hast den, überleg mal, du bist dann irgendwann 480 Jahre alt, hast du diesen Arschbalkon. Und der ist überhaupt nicht mehr in der Mode. Lass den doch, der ist doch, nee, ich hab mich entschieden, dieser Arschbalkon, den werde ich immer geil finden. Der steht für was ganz Besonderes in meinem Leben. Das ist für damals, als ich auf dem Balkon mit dem Arsch, verstehst du? Kennst du die Geschichte? Aber shit, da ist gar nichts auf dem Arschbalkon. Da ist nichts. Dann vielleicht doch Bauchnabel. Tatsächlich, Bauchnabel. Ah, das ist so ein, ja, dann willst du echt ein Bauchnabel? Tribal? Ein leuchtendes Bauchnabel-Tribal? Was ist denn, wenn der Typ mit dem Schwert kommt? Nee, ey, von dem habe ich schon seit Jahrhunderten nichts mehr gehört. Der kommt nie, ey, das ist eine Legende, Alter, ey. Mein Ernst, ey. Okay. Jetzt komm. Und den. Ah, man leidet so mit. Eine Plackerei ist das hier. Hast du eigentlich den neuen Story-Trailer von God of War gesehen? Den allerneuesten vielleicht nicht. Ich habe mindestens zwei oder drei mittlerweile gesehen. Nee, den kenne ich nicht. Eine Woche kenne ich nicht. Da wird schon auch recht viel revealed. So. Ja, storymäßig halt. Ne? Also finde ich bei einem Spiel oft gar nicht so schlimm. Ja, wobei auch bei God of War. In dem Titel wird es, glaube ich, relevanter ein bisschen, so Story, aber. Das stimmt auch. Nee, aber also, es werden auch am Anfang ist ja schon das Mysterium, was passiert hier eigentlich, wo sind wir und warum ist da ein Junge. Würde mich auch interessieren eigentlich, ja. Ja, das hat... Da wurde mir schon wieder zu viel verraten, fast schon. Aber es zeigt aber auch Areale und auch so ein bisschen so Gegnerdesign und Leveldesign. Und das sieht so gut aus teilweise, ey, Hammer. Komm jetzt! Oh, das ist doch wirklich eine Anstrengung hier. Jetzt Koloss, beherrsch dich mal, in einer Minute muss Werbung sein. Halt dich doch mal bitte an die vereinbarten Zeiten. Ist das trocken, ey. So. Gelegt wird er jetzt. Schmortz! Schmortz, genau. Das, du solltest die Schwertgeräusche im Spiel vertonen. Es sollte eine spezielle Booty Sound Edition rauskommen. Ey, wer das noch nie gemacht hat, wer nur mit Konsolen aufgewachsen ist, ihr habt echt was verpasst. Bei den alten PC-Spielen einfach die Wave-Dateien austauschen, Alter. Bei Warcraft 2 einfach nur die eigenen Sachen irgendwie. Das ist eine Magie, die nur PC-Spiele offenbaren können. Dafür gibt es auf Konsolen Spiele wie dieses hier. Und den Schaufelmann gibt es tatsächlich auch nur auf Konsole. Ey, Mann. Er will nur trainieren. Er ist so dürr gewesen und hat sich die ganzen schweren Arschbalkone und so... Er wollte doch nur kurz zu Edeka. Ich bleib liegen. Es lohnt sich doch eh nicht, ne? Warum soll ich jetzt wegrennen? Dem Schicksal kann man nicht entkommen, Budi. Und dein Schicksal ist die Werbung. Hier der Werbetunnel. Ihr seht das, ist identisch jetzt für euch. Kommt ihr auch in den Werbetunnel. Und wir werden alle werben. Und dann sehen wir uns gleich am Tempel wieder. Ich mach kurz Pause, dass wir nichts verpassen. Bis gleich. Bei Knall durchgenommen, Shadow of Colossus. Ich habe das Pad abgegeben an den Budi, der nun den nächsten Koloss legen darf. Es ist ja eigentlich eine Ehre. Es ist eine Freude und es ist eine Bürde. Ich hatte auch das Wort Bürde im Kopf. Denn dein Karma, Budi, aber du hast genug Karma eingesammelt. Du kannst jetzt sogar 12 Kolosse legen und danach kannst du immer noch über die Straße gehen, ohne überfahren zu werden. Weiß ich nicht, also ich habe ja schon mal diverse Kolosse auch gelegt. So ist jetzt nicht, ne? Ja, okay. So ist jetzt nicht. Das stimmt. Ja, also weiß ich nicht. Die Rechnung kommt ganz am Ende. Ganz zum Ende. Die sind einfach noch nicht fertig mit der Berechnung. Deswegen, bei dir, du hast vielleicht einfach so viel Scheiße gebaut. Dass du bis zum Ende aushältst. Ich habe das System verwirrt. Der perfekte Täuschungstrick. Die Stimme ist nicht so mystisch, so düster, würde ich mal fast sagen, wie im Original. Ich finde sie eher gebieterisch, gewohnt daran, ein Gott zu sein. Aber nicht mit einer bestimmten Richtung. Also nicht jetzt
gut oder böse bedeutet für diese Person nichts. Das ist ein Kollektiv aus Gottheiten für mich. Aus mindestens zwei. Ja, mindestens zwei. Vielleicht ist es die Dualität, die einem Gott natürlich innehat. Denn der kann natürlich, heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau, übermorgen bin ich Steinstatue. Jetzt bin ich Licht und Schatten. Jetzt bin ich der Geruch eines frischen Apfels. Jetzt bin ich eine Unterhose. Jetzt bin ich eine Schaufel. Jetzt zähle ich nur noch Sachen, auf die ich sehe. Jetzt bin ich eine Säule, ein Stuhl. Eine Glühweintasse. Mm. Hey, darf ich kurz mal, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber darf ich dir mal das allercoolste Portemonnaie ever zeigen? Ja, zeigen Sie mir das. Okay, ich fahre es vorne rein. Ich habe es mir gekauft. Das ist das allercoolste Portemonnaie ever. Yeah. Seht ihr das? Ist geil, oder? Das ist echt ganz geil. Mit diesem komischen, als wär's. Und das Geile an diesem Portemonnaie ist, dass es, je länger ich es habe, je älter es wird, je schmutziger es wird, desto eher ist es wie Star Wars. Desto eher sieht es genau noch so aus, wie man es erwartet. Hey, damit unterstützt du das Imperium, Digga, das weißt du, ne? Also nee, das sind die Rebellen, Mann. Ja, scheiße. Kannst du die eine Nummer auf der einen Karte nochmal zeigen? Eine Nummer auf einer Karte? Achso. Ups. Nee, das war nicht zu sehen. Dann gucke ich nochmal. Nein, war nicht zu sehen. Nee, weil da ist tatsächlich die Hansa-Taxi-Karte von uns, ja. Rocket Beans Entertainment GmbH Hansa-Taxi-Card. Da hilft euch die Nummer nichts. Außerdem ist nichts auf dem Konto. Es ist alles woanders. Es ist alles woanders. In der weiten Steppe von Shadow of Colossus nämlich. Da vergraben. Da unten links bei den drei Säulen habe ich es vergraben. Das Viacom-Gold. Ey, stell dir mal vor, es gibt wirklich so eine in Zukunft, keine Ahnung, ey, wir Menschen sind ja auch mal ein bisschen komisch manchmal, ne? Es gibt wirklich so eine virtuelle Welt, wo du tatsächlich dein Wallet ist ein Spiel und du musst es tatsächlich vergraben und musst du Tower Defense-mäßig... Ja, sowas wie ein Spiel, wo du einen Einsatz festlegst und dann in deinem Schloss liegen dann halt 100 Euro und andere wollen daran, wollen dir deine 100 Euro klauen. Es gibt ein Spielkonzept, das heißt The Castle Doctrine, das ist sehr geil, das ist auch schon ein bisschen länger her. Und da geht es tatsächlich irgendwo so ein bisschen um das, dieses Prinzip. Ja, oder Fortnite. Du hast nur, auch, es ist wie rundenbasiertes PvP. Und du baust, also wie Tower Defense, rundenbasiert gegen andere Mitmenschen. Und du beschützt einfach nur dein Schloss. Da ist deine Familie drin. Und dein Ziel ist es, dass deine Familie überlebt. Und du ist kannst. Wie Orcs Must Die. Ist ja ein bisschen ähnlich, du musst dich Angreifern erwehren mit Fallen in einem Schloss. Ja, das stimmt. Nur hier ist es so, damit du deine Familie halt auch retten kannst, musst du wiederum in andere Schlösser einbrechen, ja, das um die zu töten, um Loot zu kriegen, um deine eigene... Ne? Und das ist ja auch ein bisschen wie bei Metal Gear Solid 5, dem aktuellen... Ich weiß gar nicht mehr, wie der aktuelle heißt. Aber der letzte Metal Gear Solid Teil hatte ja auch sowas. Du hattest ja diese Ölplattform, wo du Kram gehortet hast und andere konnten auf deine Plattform und dir sozusagen Kram wieder klauen. Ich habe gespielt, aber ich habe doch von diesem Spielmodus gehört. Es passt gerade vielleicht ganz... Es passt überhaupt nicht. Aber ich werde es trotzdem erzählen. Das ist eine Idee, die ich schon lange hatte. Und zwar, dass du 100 Euro die irgendwie digitalisierst und dann ins Spiel reinpackst, ein Ego-Shooter, und dann wird daraus Munition. Und dann hast du zum Beispiel, nimmst du in jedes Spiel sowas wie 10 Cent oder 1 Euro als Munition mit. Und wenn du erschossen wirst, bleibt es liegen als Munition. Jemand anders kann es einsammeln und hat dann mehr. Hat dir dann dein quasi dich gelootet. Auf die ehrlichste Form, die geht. Nämlich wirklich, hat dir echtes Geld geklaut. Aber am besten, und das Geilste könntest du machen, 1 Euro sind dann aber 100 MG-Schüsse, aber ist vielleicht auch 1 Euro ist ein Raketenwerferschuss. Oh. Da muss sich das dann lohnen. Da zahlst du aber richtig drauf. Wenn du dir einen Panzer kaufen willst, dann zahlst du halt. Ja, egal. Hat auch noch keiner gemacht, wird nie einer machen. Wir sind jetzt aber hier. Entschuldigung, ich wollte die Idee nur schnell loswerden. Wer weiß, wann ich die Gelegenheit habe. Bei Escape from Tarkov, das will ich ja auch noch spielen. Wenn die so einen Modus einsetzen würden, dann wäre es halt sehr schnell pay to win, weil du es ja auch so normal spielen sollst. Ja, ich denke eher, der Reiz ist eben, dass es echt Geld ist. Die Leute werden aufpassen. Die Leute werden vorsichtiger mit ihrem Leben spielen in diesem Spiel. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Okay, scheiße, ich glaube, ich bin einfach wirklich falsch. Ja, es gibt ja oft so die Verlockung. Es zeigt dir in die eine Richtung, aber du musst eben dann meistens von der Seite kommen. Oder? Ja, ich habe gedacht, ich wäre hier richtig, aber ich glaube, ich bin tatsächlich hier falsch. So. Ich kann ja mal ganz kurz, während du suchst, kann ich einmal, wir wollten das nicht zu einem Chatspiel hier werden lassen, aber ich kann gern mal ein, zwei Meinungen aus dem Chat so vorlesen. Wir haben jetzt gar nicht reingeguckt bisher. Und Scheiß, ich kann nur nichts dafür, aber das Erste, was ich sehe, ist, boah, halt's Maul, Simon. Ich kann es nicht ändern, aber das ist nun mal direkt das Erste, was man sieht, ne? Electronic Arts hört mit. Ja. Was ist noch? Ich weiß es nicht. EA macht die Ohren zu. Also ganz viele Leute haben offensichtlich Angst, dass wir Ideen geben. Ja, aber ein paar Leute wundern sich, dass das Spiel so still ist.
dass man so wenig, dass so wenig passiert, um's mal förmlich netter zu formulieren. Ja, aber das, genau das hat, macht den Reiz auch aus. Ey, das ist eine andere Situation, als wir das wirklich, wenn man das privat spielt, und das ist ja dann auch immer, das ist ja auch ein bisschen immer die Krux von Let's Plays, also wirklich, Videospiele sind was sehr Individuelles. Das Spiel lohnt sich wirklich alleine zu spielen, genauso wie bei Horrorspielen oder sowas. Das ist, lässt sich, Horror lässt sich gut übertragen, wenn dann derjenige oder diejenige, die halt spielt, dann auch anfängt zu schreien. Aber diese Stille gehört mit zum Spielkonzept dazu. Und das brechen wir natürlich jetzt hier. Die Melancholie der genau. Leere dieser Welt. Man fragt sich, warum ist diese Welt so? Was ist geschehen in dieser Welt, dass sich das Leben verstecken musste, werter Budimann? Das ist die Frage. Nur die Eidechse ist zu sehen. Warum ist nur die Eidechse zu sehen, frage ich Sie. Die Eidechse ist das einzige Lebewesen in dieser Welt, in dieser Zeit. Und sie hat ihren Bauch direkt über dem Boden. Sie kriecht im Dreck. Was bedeutet das, wenn dieses Tier überlebt in dieser Welt? Du kannst in dieser Welt nur überleben, wenn du erdnah bist. Okay, halt die Fresse, Simone Budi. Okay, wir sind da. Aber es ist sehr dunkel hier. Wir hatten Smaragd eingestellt, ne? Ach, ich lasse das jetzt auch einfach an. Mach du mal, ne? Mach du. Du machst das schon. Ich reite jetzt hier ganz gemütlich runter. Bin in der Steppe. Ach, kommt doch. Ist das das Pferd, was jetzt kommt? Ich weiß nicht. Oh, die Leute sagen, wir sollen mal einen anderen Filter einstellen. Okay. Will do. Also blass ist das Original. Es ist, ich kann mich erinnern, dass es blass war. Ja, komm, ich mach mal hier, ich mach mal klar. Okay, freut mich auf jeden Fall, dass es euch scheinbar gefällt. Ey, hast du gut gemacht. Tino, ey. Alter. So, wie war das nochmal? Da musste ich mich an diese Bömmel an den Ohren hängen, glaube ich. Ich weiß gar nichts. Ich glaube, hier brauchst du Pfeil und Bogen. Ja, nee, Moment, das war ja schon beim zweiten. Der dritte war dann der Schaufel. Nee, ich weiß, ich muss mit Argo muss ich rüberspringen. Ja. Mit diesen Rampen da, das war das. Genau, das war was mit... Genau. Und dich dann an ihm festhalten. Ja. Mit dem Pferd auf das Pferd. Weil du kannst ja von dem Pferd auch nochmal abspringen. Ich glaube, das war's. Ja. Du musst erstmal näher kommen. Kannst du ihn vielleicht mit dem Pfeil reizen? Gab es sowas? Ah shit, der ist schneller als ich gedacht habe. Er ist aber auch nicht wirklich aggressiv, er ist nur interessiert an dir. Jetzt könntest du zum Beispiel da ranspringen. Wenn du jetzt über diese Rampe gesprungen wärst. Ja okay, nee, er steht falsch, jetzt geht's nicht. An seinen Arsch springen, ne? Ich glaube, es wird mehrere Möglichkeiten geben, je nachdem, wo er langläuft. Ja, das, schau mal, das ist genau perfekt, wenn er jetzt daran vorbeiläuft, rechts. Schaff ich das? Hast du direkt, ja, warte doch mal ab. Warum wird du bist zu früh? Ja, okay, er steht auch immer noch da oben. Du musst ihn mal. Also das Arschende ist auf jeden Fall perfekt, um drauf zu springen. Ich glaube, jetzt steht er eigentlich ganz gut, zum Beispiel, wenn er da noch weiterläuft in die Richtung. Ja, ich lock ihn nochmal hier hin, damit ich, wenn er sich dann dreht. Aber wo ist mein Freund? Ja, komisch, komm mal. Mein Pferdefreund, da ist da. Er. Da. Action. Na los, komm. Und vorbeirennen und schön drauf springen. Einmal drumherum. Ah, nicht drehen. Ah, der ist zu weit weg, ne? Viel zu weit weg.
Ja. Ja, der ist noch zu weit weg. Vollkommen ins Leere gesprungen. Wie dumm war das denn? Aha. Ah. Na gut, okay, mach ich. Ich verstehe, damit es uns nicht sieht und dann schleichen wir uns an und springen, oder wie? Vielleicht brauchen wir das Pferd auch doch nicht. Ach, warte mal, genau, der schnüffelt dann. War das nicht so? Ey, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich hätte schwören können, man muss irgendwie auf ihn drauf springen. Aber ja, warum sollten hier sonst die Löcher sein? Da kehrt der Gott mal auch so. Alter, oh, ernsthaft ey. Jetzt, ey. Halt's Maul, ey. Oh, wie lange soll ich denn jetzt hier noch zugucken? Macht es. Ihr solltet vielleicht überlegen, von unten anzugreifen. Du schaffst das, Buddy. Du bist der Allerkrasseste. Du bist Deutschland, Buddy. Warum? Ah, ich verstehe. Gute Idee. Jetzt, bückst du dich? Scheint über mir zu sein. Jetzt guckt er gleich, ja. Aber was dann? Ach, dann von der anderen Seite. Kann es sein, lass ihn reingucken und dann von der anderen Seite auf seinen Arsch springen. Das klingt. Klingt irgendwie fast logisch, aber. Aber vielleicht hast du ihn noch. Vielleicht habe ich dich zu früh und er muss noch gereizter sein. Guckt er? Nee. Da rechts kannst du. Nee. Jetzt, aber dann lockst du ihn ja wieder an. Ja, aber ich komm da nirgends hoch. Ich hab's wirklich vergessen, ey. So richtig wütend wird der gar nicht. Das ist ein sehr gechillter Zen. Pferd. Der lässt sich nicht reizen. Ah, reizen. Der ist sehr konzentriert. Er ist zentriert. Mhm. Das war eine zu viel. Ja, war zu viel. Ich muss mich konzentrieren. Ja, aber er hat ja, also zu Hause hat er ja auch ein paar Zimmerpflanzen. Ich höre jetzt auf, ist ja gut. Mann, was ist denn jetzt hier? Ich gucke in den Chat, ja, ist ja gut. Mach du, Buddy, ist nur, weil du es nicht gebacken kriegst. Ja. Ist so langweilig für mich. Hier steht auch was zum Tunnel. Wenn man in einen reingeht, bückt sich das Ding dahin. Man kann am anderen Ende Ausgang raus und von hinten an das Vieh springen. Also ja, genau das, was wir eben versucht haben, nur es hat ja nicht richtig funktioniert irgendwie. Das ist wahrscheinlich dumm, weil ich jetzt weil ich den Weg gewählt habe. Ja. Ja, was ist denn jetzt hier? Wir haben gar nicht mehr so lange leider, nur eine Viertelstunde. Echt, nur noch? Also ja, du musst dich jetzt, also ihn musst du erledigen. Aber das schaffst du auch. Wahrscheinlich kommen wir sogar noch bis zum nächsten. Der drückt sich halt auch gar nicht runter, da muss ich erst die Animation abwarten, bis er unten ist. Ja, Alter, was versuche ich denn die ganze Zeit? Ja, okay, alles klar, täusch ihn. Alter, ja, okay. Jetzt ist er auf jeden Fall wütend.
Ja, okay, aua. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ja, okay. Jetzt bin ich hier. Wieder runter. Ups. Na komm. Nee. Nee. Nicht mehr erinnern, ey. Ich versuche die ganze Zeit auch zu reaktivieren, wie das ging. Du sollst dich auch nicht erinnern, du sollst einfach nachdenken. Aber ich kann mich erinnern, dass wir an dem länger saßen. Jedes Mal, wenn ich den hatte, ich habe ihn auch, glaube ich, für Game One, habe ich einmal alle eingespielt, vor Ewigkeiten. Und auch da habe ich wieder, bei dem habe ich jedes Mal vergessen, wie er geht. Außer eben dieses Anlocken. Aber es... Irgendwas ist hier. Kannst du dagegen schlagen vielleicht? Scheiß mal auf den Pfeil und schlag mal gegen sein Bein oder so. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt, aber... Okay, oder mach's einfach nicht. Nee, der ist ja weg, deswegen... Nein, wir versuchen hier die ganze Zeit zu täuschen, aber... Ja, komm jetzt her, ey. Hier bin ich doch. Ey, du hast ihm sogar ein bisschen Energie abgezogen. Das ist neu. Jetzt halt runter, ey. Das macht doch gar keinen Sinn, was du da machst. Schon los. Na los. Oh, komm hier ein bisschen entgegen. Ey, shit. Hier bin ich. Alter, wo ist dein Problem? Willst du schon wieder in die Mitte gehen oder was? Nee, ich bin doch hier. Hier bin ich doch. Ey, der geht gar nicht. Du hast ihn auf jeden Fall ziemlich oft genervt. Eigentlich müsste er jetzt gereizt sein. Was auch immer du triggern musst, eigentlich solltest du es jetzt erreicht haben. Weil du stehst vor dem Eingang, du hast geschossen, er wurde verletzt. Also warum passiert nicht das, was passieren soll? Ich gehe nun in den Chat und frage nach. Ich bin sicher, da finde ich die Lösung. Von einer Seite anschießen, in den Tunnel laufen, dann aus dem Eingang gegenüber raus und auf den Rücken springen. Wo ist das Problem? Er sieht's doch hier. Er kommt halt einfach nicht. Dann eben noch mal anders. Ihr müsst abwarten und nicht einfach losrennen am Eingang des Tunnels. Also warten, bis er reinguckt. Will du? Alle sagen dasselbe, du musst dich im Tunnel verstecken, bis er sich nach vorn beugt und dann an die Anhängsel springen. Simon, er muss ihn zu einem Tunnel locken, dann von unten durchschleichen, dann bückt er sich auch. Zu einem Tunnel locken, dann unten durchschleichen. Also ich warte jetzt einfach mal hier. Ja, unser Problem ist, dass er nicht in den Tunnel guckt. Kannst du noch näher an den Tunnelausgang ran? Vielleicht triggert das ihn besser oder so. Du, in dem Sinne stirbst du ja auch nicht. Also kannst du ja wirklich mal sehr nah sein.
vielleicht guter jetzt. Hat sich anders hingestellt. Pfeifen. Das könnte man mal machen. Das ist nicht Pfeifen. Das ist kein Pfeifen. Du musst direkt bei mir stehen jetzt. Die Leute wundern sich, dass wir nicht warten, aber wir warten ja. Also ihr seht, also gut, ein bisschen Delay ist drin, aber wir warten ja. Es passiert einfach nichts. When nothing else happens. Mhm. Ein alter Song von mir. Damals sehr viele Erfolge mit gefeiert. Pfeifen tönt nach einer Idee. Es ist lustig, weil am Anfang haben alle noch klug geschissen und so. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da haben wir wieder die Typen, wir können wieder nicht zocken. Und plötzlich werden all diese Leute ruhig und sagen nichts mehr, weil man eben gemerkt hat, okay, es geht scheinbar auch nicht so, wie ich dachte, dass es geht. Es ist aber nicht so einfach. Der macht's einfach nicht. So. Ich geb's auf, hier kommt nichts mehr. Jetzt vielleicht. Da ist er, da ist er. Endlich. Jetzt an die Bömsel springen. Die Bömsel oder Rücken? Nee, okay, Rücken. Ich hätte jetzt auch gedacht, die Bömsel sind, aber vielleicht die Rücken. Wir werden es gleich merken. Mal gucken. Jetzt erwarte ich zumindest ein F. Ja, das ist gut. Und nun? Jetzt kannst du an die Bömsel vorne. Genau, von oben. Perfekt. Ja, 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 mach, mach, mach. Warte, 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 warte. Super gut. Jetzt hast du alle Zeit der Welt. Du hast 10 Minuten, um ihm den Finisher zu verpassen. Das war wie immer einfach nur die Geduld, ne? Alter, was ein Ausblick, ey. Guck mal, der hat einen Stirnbalkon. Da kommen die Fs. Gut, jetzt hast du gut gemacht. Okay, okay. Damit habe ich Schwert. Und in den Nugget! Oh, der zieht aber wenig ab hier. Komm schon. Oh, der zieht aber wenig ab, ey. Alles gut. Mach einfach genau alles so weiter. Ich finde, man könnte sogar fast... Man hätte es ein bisschen einfacher am Ende machen können, reinzustechen, weil es im Grunde ja, du hast jetzt alles geschafft, so viel mehr kann jetzt nicht schief gehen, so viel kann nicht passieren und man muss es nicht am Ende übertreiben und so elendslange reinstechen. Ja, wobei du jetzt auch gerade nicht richtig triffst, oder? Nee, siehst du? Macht keine Energie. Aber, also, nicht dumm. Ich meine, später werden die Kolosse entsprechend härter noch, ne? Ja, nur es ist ein bisschen redundant, es wiederholt sich jetzt irgendwie doch zu lange. Warum ist, aber der ist das schon Vorsicht, durch? Ne, wenn du irgendwas machst jetzt. Wow! Ah, jetzt rennt er los, oder? Darauf musst du wahrscheinlich warten. Kann es sein, dass er losrennt? Nein. Vorsicht, Vorsicht. Also unten am Bauch, oder? Es könnte am Bauch sein, aber das da oben sieht irgendwie aus, als ob es später nochmal aufgeht. Als ob es jetzt nur kurz... Ah, oder ist es jetzt wieder da? Heilig. Probier es noch einmal. Dann, ansonsten ist vielleicht wirklich unten am Bauch eins. Nee, dann muss es am Bauch sein. Ja, mach ich. Komm, einmal noch versuchen. Nee, ich hab gar nicht angezeigt. Dann muss es wirklich zum Bauch, ey. Okay, aber das schaffst du. Alter, boah, das ist Alter, ja Alter, spektakulär. Alter, Alter. Hör auf jetzt. Du musst einen Weg finden, da kannst du lang. Aber lade ich vorher auf, einmal voller Energie, ja, an den Balkon, an den Seitenbalkon und dann runter, genau. Perfekt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Rechts kannst du nicht klettern. Kannst du nicht vielleicht vorne, links vorne am Hals entlang, ja, wie wenn du so einen kraulen willst. Oder es ist... Vielleicht geht's hier auch nicht. Nee. Auch sieht nicht gut aus. Nee, ich glaube, da kann man nicht hoch. Wie kriegt man ihn denn...
in die nächste Stufe jetzt. Das ist schon komisch. Hm. Das ist hier oben. Wow! Das ist oben meine Stirn, oder was? Das ja, Symbol ist im Nacken. Ja, ist ja. Hier. Ah. Dumpas, ey. Autsch. Kopfballpunkt. Warum? Das sind schöne, saftige Stiche. Das ist gar nicht so kompliziert manchmal, ne? Naja, aber man wird auch mal ein bisschen sich den ganzen Kram angucken können. Man muss ja auch mal ein bisschen klarkommen. Aber ich finde, wir rushen schon fast durch. Also wir sind ja, relativ schnell. Also, dafür, dass es so... Aber doch, ist ja klar. Wie toll. Und... Ah, jetzt kommt der letzte Zipfel. Aua. Ja. Jetzt komm. Zack, zack. Schnack. In seinem Vorleben war dieser Typ Trico. Stell dir das mal vor. Das Falco? Trico. Dein bester Kumpel? Falco, Alter. Ey, das war Falco? Amadeus. Ja, du hast aber recht. Das ist ja das Tolle daran. Das ist man im Grunde nach den drei Spielen so ein bisschen die Fäden verbinden kann. Ne? Ja. Und ja, all diese Monster waren vielleicht irgendwann so wie Trico aus... Also bei mir hieß er Lars. Deswegen Lars, ist es für mich okay, ein bisschen. Für mich Lars, ist es ja. Lars, ne? Aus der Last Guardian. Ja. Oh Mann, ich würde das so gerne nochmal spielen eigentlich. Ich würde gerne einen zweiten Teil haben oder so. In irgendeiner Form. Das hat echt auch sehr viel Spaß gemacht, ne? Ja. Aber auch Shadow macht eigentlich. Ich bin mir unklar, welches mehr Spaß macht. Ja, ja, ey, weiß ich nicht. Ich glaube, so diese Rätselelemente, die bei Last Guardian dabei waren, die haben mich so ein bisschen länger an der Stange gehalten. So. Ah, ja, nee, hier ist das mehr episodenartige, so ein Abarbeiten von. Da ist jetzt Kolossen egal, ob halt, du sieben oder acht erledigt genau. hast, aber bei Last Guardian ist natürlich der Weg das Ziel und du willst ankommen. Das ist so. Darum geht es. Ja, rauskommen, ja. Ja, im Grunde wie auch Aiko. Genau. Das Schloss verlassen oder den Ort verlassen, an dem dir so viel Leid geschah. Ja. Oh Mann, ey, diese Wüstenschlange, die hergeflücht ist durch die Wüste. Die fand ich echt ekelhaft. Könnte sogar sein, dass sie jetzt kommt. Nee, das ist der Adler. Ja, ich glaube, das ist der Flieger. Dieses Fuhr ist das, ne? Ja, das ist ein richtiger Vogel. Es gibt, genau, okay, auf dieser Plattform und dann kommt er mit seinen riesigen Flügeln und schießt ihn an und dann wird er wütend und dann, oh toll. Und ja. Alles nur für die Frau. Warum eigentlich? Was hat sie für uns getan? Sie hat vielleicht die Tunika gemalt, gestrickt. Ja, weiß man nicht. Und einfach unverhältnismäßig. Alle drei Tage mal vielleicht sich ums Pferd gekümmert, aber ansonsten immer gemeckert. Warum hast du nicht ein günstigeres Pferd genommen? Musstest du unbedingt das teuerste Pferd nehmen? Muss es denn sein? Brauchen wir überhaupt ein Pferd? Willst du nicht über eine Kutsche wegen den Kindern? Das wäre ein bisschen gemein, weißt du? Da machst du dann halt die ganzen Kolosse-Platten. Das erste ist, Alter, weißt du, die alle getötet? Hast du sie noch mal alle? Sag mal, weißt du, wie alt die sind? Ja, du weißt doch, wir leben vegan. Ich wusste, du hältst dich nicht dran, sobald ich weg bin. Nur Ärger. So wird's sein. Gemein, ey. Wir alle wissen, es ist ein Funken Wahrheit darin. Möglich. Ach ja, die Luftschlange gab's noch, genau, die meinte ich gerade. Also Fuchur, es gibt noch so ein ganz langes Vieh irgendwie, was super episch durch die... Ja, der Lindwurm. Ja, genau. Ein paar asiatischer Lindwurm. Da, ist er das nicht? Moment. Nein, das ist ein Adler, ey. Da fliegt er einfach mit, was geht denn ab mit dem? Ich dachte gerade, sind wir bei Assassin's Creed, oder was? Hast du Origins eigentlich gespielt? Ja, ich hab sogar mit der Xbox X in der wohl besseren Fassung gespielt, aber ich muss sagen, ich konnte mit Assassin's Creed, ich habe mittlerweile fast sechs oder sieben Teile angefangen und immer beendet. Es ist einfach nicht meins, egal in welcher Zeitebene oder Reinkarnation es ist. Ich finde es einfach irgendwie hübsch. Es ist eine schöne Studie. Ich finde es wirklich eine schöne
Gesellschaftsstudie, historische Studie, wie auch immer man es nimmt. Ja, es ist architekturisch und alles architektonisch total interessant, aber es reizt mich null. Es reizt mich spielerisch nicht und inhaltlich und storytechnisch nicht. Der einzige Gute war, fand ich, den mit der Beziehung mit Leonardo da Vinci, wo Leonardo da Vinci ihm die ganze Zeit irgendwelche Gadgets gebaut hat, fand ich okay. Ansonsten... Ja, ich habe nur gehört, wie gut das sein soll irgendwie. Also sehr häufig gehört tatsächlich von Leuten, die das dann durchgezockt haben. So, komm, fahr doch mal gerade. Ich soll fahren. Fahr mal weiter, übernimm mal das Steuer. Will kurz noch gucken, was die Leute zum Spiel sagen, denn wir sind jetzt fast am Ende. Ja, na gut. Also die Leute möchten, dass wir weiterspielen. Das ist doch echt gut. Das freut uns. Viele kennen das Spiel, manche aber auch nicht. Der eine oder andere bittet um Verlängerung. So, warte mal. Bin ich hier richtig? Ja. Und Art Vandelay beichtet, dass er noch nie Shadow of Colossus gespielt hat und sich seit Jahren dafür schämt. Du musst dich ja nicht schämen, du kannst ja auch weiter mit uns spielen. Wir werden nämlich weitermachen. Wir tauchen jetzt hier durch, dann speichern wir. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Eine Frage an dich, während du tauchst und kletterst, Buddy. Ja. Bist du dabei? Morgen geht's ja, wenn ich mich nicht irre, geht's ja morgen schon wieder weiter. Kommt tatsächlich auf die Uhrzeit an, wann wir das machen. Da schaue ich mal in meinem Plan nach. Ich habe großartig Bock, hier immer weiter zu spielen. Und zwar morgen ab 15 Uhr. Ab 15 Uhr? Geht es los mit Shadow of the Colossus bis 18 Uhr. Also 3 Stunden oder in Bossen 6 Bosse. Das sind ja 12 Mark. Das sind 26 Euro. Da sehen wir uns dann also gleich wieder. Hier jetzt noch die letzte Bilder. Wir müssen echt pünktlich Schluss machen, leider. Ja, okay. Oh! Da ist er, ey. Das ist mal ein geiler Teaser, oder? Das ist ein Cliffhanger. Oh! Geil. Ja, ich seh zu, dass ich es morgen einrichten kann. Das war der erste Teil von Shadow of the Colossus. Wir bedanken uns. Schön, dass ihr alle dabei wart. Lass ihn, nein, Moment, jetzt nicht. Nein, komm, die paar Sekunden kriegen wir sicher. Nein, Ende. Ich dachte schon gerade. Ich dachte, sie würgen uns jetzt ab. Komm, das. Ich dachte, er schreit noch mal. Hier machen wir Pause. Okay, das reicht. Manuell speichern ist wichtig. Yep. Oh, da kribbelt's ein. Den will man direkt legen. Ne? Da willst du direkt den Pfeil und Bogen eigentlich auspacken. Aber das kennt man ja von Geronimo Röder. Der Pfeile gibt's immer erst später. Immer erst morgen. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen ist auch noch ein Pfeil. Morgen ist auch noch ein Tag. Danke, Budi. Dankeschön. Sei morgen dabei, ab 3. Und dann schaffen wir das Spiel mehr oder weniger fast durch. Da gehe ich fest von aus. Das geht relativ fix. Ne? 3 Stunden ist auch eine lange Zeit. Ja, machen wir. Heute ist ansonsten Dienstag. Jetzt gleich kommen ganz viele lustige andere Sachen. NDA heute Abend wieder. Wir haben keine Ahnung. Aber natürlich und NDA. Heute Abend der Beanstag. Da gab's Monster Hunter. Mit Monster Hunter. Aber um euch mehr zu zeigen, haben wir uns dazu entschlossen, dass die beiden, die wirklich sehr viel gezockt haben, Trant und Eddie, dass sie heute alleine Monster Hunter machen. Wir würden sie nämlich nur aufhalten. Wir wären die Klötze am Bein, die sie nicht brauchen. Exakt. Und das deswegen ist es, glaube ich, für alle Beteiligten besser, wenn ihr ein bisschen Progress seht und Monster Hunter schon im Endgame seht, weil da sind die beiden. Ja, vor allem, sagen wir doch ehrlich, der Trant ist einfach ein Veteran, der Ede hat auch schon viel mitgespielt, die werden das richtig geil machen und sie haben darum gebeten, dass wir ihnen diese Möglichkeit geben. Also es ist nicht so, dass wir keine Lust hätten, aber wir verstehen, wir sind Noobs, wir gehören da nicht hin, ist nicht unsere Welt. Nein. Noch nicht. Nein, wir sind so die Shadow of the Colossus-Gruppe. Wir bleiben hier, machen wir chillen. Ja, alles klar, tschüss. Macht's gut. Tschüss.